Einen wunderschönen guten Morgen, Hornets-Fans. Lange nicht mehr gemeldet, ich war ein bisschen krank, ein bisschen wenig Zeit, ein bisschen erschöpft von der Saison und dem, was von der Draft an Hoffnungen und Turbulenzen übrig war. Zwischenzeitlich gab es einige kurze, ja, Sternchen im Medienhimmel, was man dann irgendwie mitgekriegt hat von den Hornets. Nochmal fangen wir mal ganz vorne hinten an. Das letzte war jetzt noch ein Spiel in der Summer League, wo ich noch nichts davon berichtet habe. Das vorletzte gegen die Pels. Und jetzt waren wir insgesamt enttäuschend in der Summer League und haben dann zum Schluss doch noch ein Spiel gewonnen. Bis zu dem Spiel gegen die Pelicans noch nicht. Da haben sie dann aber irgendwie die wichtigen Leute, Brandon Miller und Nick Smith Jr., rauslassen und andere ein bisschen angeschaut, respektive den James Bouknight. Das war das eine Spiel, wo dann Bouknight 28 Punkte gemacht hat. Klingt gut, war aber nicht so gut. Er hat geworfen, er hat jeden zweiten nicht ganz getroffen, er hat ein paar Dreier getroffen, aber er hat auch viel allein gemacht und war jetzt nicht wirklich auch so im Spiel, wie es ja die ganze Zeit die Krankheit war, dieses Jahr bei uns in der Summer League, dass der Spielaufbau nicht so geordnet war und die Systeme auch nicht so klar waren. Und Bouknight war auch nicht der Backup-Point Guard, hat insgesamt auch seine Chance nicht genutzt. Hat einmal in dem Spiel einen Dreier gemacht, gegen zwei Leute geworfen, wo dann auch noch irgendwie gefoult worden wäre. Also auch echt dumme Würfe genommen, alle Würfe genommen, was der kriegen hat können. Und hat dann den Freiwurf zum möglichen Vier-Punkte-Spiel auch nicht getroffen, weil er sich nachher sein Trikot so eng in die Hose reingeschoppt hat, dass sein Arm wahrscheinlich nicht mehr so hochgebracht hat. Tragische Figur, Bouknight. Bouknight wie Kai Jones ist es ja dieses Jahr so, dass die hoffen würden, dass die Mannschaft nochmal ein Jahr ihnen verlängert oder halt gleich irgendwie das Geld auspackt und sagt, ihr dürft nur für ein, zwei, drei mehr Jahre da bleiben. Schaut nicht so gut aus, auch beim Bouknight nicht. Ob der noch irgendwo anders kommt bei einer anderen Mannschaft, glaube ich kaum. Glaube ich kaum. Es ist wirklich echt so, wie viele Leute wollen jetzt in die NBA, die einen besseren Eindruck machen oder eine bessere Perspektive haben wie der Bouknight, den wir ja jetzt schon das dritte Jahr da irgendwie angeschaut haben. Ansonsten, Kai Jones hat da auch nicht gespielt. Da war der James Nnaji Center. Der ist noch recht interessant auch insgesamt, weil er. Ja, es ist noch unklar, ob er jetzt halt irgendeinen Platz kriegt bei den Hornets oder bei Swarm. Offiziell, der ist ja erst 18, hat er noch einen Vertrag bei Barcelona. Barcelona haben jetzt den ehemaligen Hornet Billy Hernan Gomez als Center. Also ob er da jetzt in Barcelona so viel Spielzeit kriegt, wie er jetzt bei Swarm kriegt, muss man schauen. Ansonsten war er defensiv ganz gut, könnte noch ein bisschen Gymnastik vertragen und so, ein bisschen beweglicher werden, aber er wäre ein Knochen da unten, den man schon reinstellen könnte. Hätte man ja also sonst keine Center, aber wir haben ein paar Center. Und es gäbe noch welche. Bei den Pelicans, wenn man da noch kurz dazu sagen will, war der Jalen Crutcher, den ja wir die letzten Jahre auch immer bei Swarm und G-League hatten, nur ist er jetzt bei denen, hat er bei uns auch nichts gebracht. Kobe Simmons ist er noch bei uns und Xavier Sneed, der hat aber in dem Spiel auch nicht viel gespielt. Das war jetzt einfach doch nichts. Smith Jr. hat tatsächlich doch da auch gespielt. Bryce McGowan hätte noch 19 Punkte gemacht, aber halt eher so ein Schattendasein. Also er hat es auch nicht so super aufgedreht in der G-League. Mal schauen, was er die Saison noch macht. Also ich denke mal so, auf der Abschlussliste ist der Bouknight weiter oben. Bryce McGowan hat noch Chancen, je nach Verletzungen und was wir jetzt mit der 2 und mit der 3 unseren Positionen so machen. Jedenfalls haben sie das Spiel dann ohne Brandon Miller auch verloren. 83 zu 89 gegen die Pels. Bei den Pels im aktiven Roster, die haben jetzt keinen Jackson Hayes mehr, hatten sie noch einen Platz für unsere Legende Cody Zeller. Wünschen wir ihm viel Glück bei New Orleans, wird man vielleicht auch mal wieder sehen. Amari Bailey 3 Punkte nur in diesem Spiel. Leaky Black 8 Minuten. Dem hat es jetzt so viel gebracht, dass er jetzt einen Two-Way-Contract gekriegt hat. Wir haben drei Two-Way-Contracts.
Leaky Black, so von North Carolina ein Spieler, den sie da recht mögen. Der ist irgendwie, hat der gute Beziehungen. Den werden wir weitersehen mit der Nummer 19. Aber nicht viel. So viel zu dem Spiel. Es war auch wieder furchtbar anzuschauen. Und dann haben sie im letzten Spiel den Bucknight dann auch noch weggelassen und mit einer Starting Five von Najee Snead, Trey Scott, Bailey und Simmons haben sie dann plötzlich gewonnen. Die Hornets haben gewonnen. Wir gehen ungeschlagen in die Saisonwüste August. 109 zu 92 gegen die Timberwolves. Aber die Timberwolves waren halt auch wirklich grottenschlecht in dem Spiel. Das Schöne war bei den Hornets, dass die halt mords viele Assists gemacht haben und viel zusammengespielt haben. Das war also jetzt wirklich so die Ersatzgarde. Wenn dann so die designierten Stars und designierten Hornets-Spieler irgendwie dann mal weg sind, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann haben die anderen da einigermaßen schön zusammenspielen können. Das war schön. Topscorer in dem letzten Spiel war Amari Bailey und hat auch ein sehr cooles Highlight gemacht, was mit so einem Summer League Highlight insgesamt an sich war. 360er Korbleger gegen Mann, wo er über die linke Seite nach geflogen ist, fliegt mit dem Ball in der linken Hand an den Mann, der unterm Korb in der Luft hängt und dreht sich dann im Uhrzeigersinn und macht dann trotzdem mit links irgendwie noch in den Korb rein. Das war schön, ist eine Zeitlupe wert. Da kann man einfach nochmal Amari Bailey googeln und dann müsste man das schon sehen. Das war so sein Highlight. Ansonsten, der kann auch ein bisschen danken. Also interessant, er wird auf jeden Fall, ich glaube, er hat auch einen Two-Way-Contract gekriegt. Wird wahrscheinlich erstmal die erste Saisonhälfte wohl bei Swarm versauern und je nach Möglichkeiten in der letzten Woche von der Saison vielleicht auch mal bei den Hornets spielen dürfen, dass er da ein, zwei Spiele macht. Ansonsten ist er jung, ist ein Projekt, ist nett, hat Potenzial, ist gut unterm Korb, braucht noch einen gescheiten Wurf, ist ein Linkshänder und ja, darf sich entwickeln. Hat keinen Druck. So viel zur G-League. Es war insgesamt die G-League jetzt nicht so wie früher. Früher war es halt einfach so, ein paar NBA-Mannschaften sind in einer Turnhalle, wo ganz wenig Leute drin sind. Und jetzt mittlerweile ist es halt Las Vegas. Mittlerweile hat jede Mannschaft da irgendwie was, was sie zeigen will. Und es rennen auch ein paar so Halbstars rum. Bei den Hornets hat man aber wieder halt gar niemand gesehen. Also angeblich war LaMelo mal im Hintergrund, irgendwo ist auch mal Jello gesessen und einmal ist irgendwo Mitch Kupchak gesessen, aber da ist echt wenig Interesse von den Stammspielern, mal den Jungen zu sagen, hey, wir sind bei euch, hey, wir warten auf euch. Schade. Schade, oder auch für so Allstars wie jetzt Kemba Walker oder sowas, sich da mal hinzusetzen und zu zeigen und sich mal zu treffen. Vielleicht haben sie ja keine Karte gekriegt und dann sitzt man so Pseudopromis irgendwie hin. Ja, gut. NBA ist halt ein Zirkus und wird immer ein größerer Zirkus. Wird mal schauen, wohin das führt. Bisschen Basketball wurde noch gespielt am Rande. Und ja, jetzt ist die große Wüste, dass bis Oktober, Ende Oktober keine Basketballspiele sein werden, soweit. Auch jetzt halt weltmeisterschaftsmäßig. Können wir noch hoffen, dass wir vielleicht Dennis Schröder mal sehen, aber von den Hornets nicht mal der JT Thor ist bei Südsudan gesetzt. Schade. Können wir uns nur alte Spiele anschauen, wer noch hat, oder halt selber rausgehen oder halt in einem Campingplatz in die Pampa fahren, weil wir auch nichts versäumen. Manche einzelne Spieler haben sich dann doch noch gezeigt. Also der Brandon Miller hatte jetzt ein Interview gekriegt mit Paul George. Paul George, sein großes Idol. Und der hat sich dann so einen Friseursalon eingerichtet gehabt und hat ihn da eingeladen, noch mit zwei Homies von Paul George. Und haben sie dann so getan, hey, komm jetzt, cool, wie geht's dir so, wie ist die Situation? Und ja, er hat ziemlich schüchtern gewirkt, Brandon Miller. Also er hat schon den Schalk im Nacken. Und auch diese überzogenen Bemerkungen von wegen, sein
Bester Spieler findet er ist der Paul George. Auch er findet den Paul George besser als Michael Jordan. So ein Gerät macht er, um bewusst zu provozieren. Aber so, wenn man das sieht in den Interviews, da ist er schon noch ganz schön schüchtern. Er testet seine Grenzen nur aus. Ja, mal schauen. Interessante Sachen aus dem Interview war, dass er gemeint hat, schon bevor jetzt der Commissioner bei der Draft seine Nummer aufgerufen hat, so hier Nummer 2, Hornets Brandon Miller, hätte ihm der LaMelo die ganze Zeit SMS geschickt und hat gemeint, hey, du bist der Hornisse, hey, du bist der Hornisse, hey, du bist der Hornisse. Ob er das auch dem Scoot Henderson gemacht hat, der LaMelo Ball, da weiß ich nichts davon. Scoot Henderson hat sich ja in der Summer League die Schulter verletzt und hat gar nicht so viel gespielt und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie eine Notwendigkeit, Portland-Spiele anzuschauen und darüber was zu hören. Jedenfalls könnte schon sein, dass LaMelo Ball da auch involviert ist, wen die Hornets jetzt halt nehmen für ihre Zukunft, weil sie ja auch den LaMelo da in Zukunft halten wollen, der mögliche Star, der ihnen dazugeflogen ist, aber eben 36 Spiele. Und auch kein All-Star, muss man mal schauen, ob er jetzt die Haufen Kohle verdient, wo sie ihm da jetzt den 5-Jahres-Vertrag da gemacht haben mit maximal 260 Millionen. Wäre noch All-NBA. Jedenfalls hat er mitsprechen dürfen und freut sich, dass er den Brandon Miller hat. Und wenn ich jetzt halt irgendwie mit Skocek wäre oder so oder Verantwortlicher und würde den LaMelo Ball fragen wollen, willst du lieber den Brandon Miller oder den Scoot Henderson, dann glaube ich auch schon, dass er dann nicht den Point Guard mit Star-Potenzial nimmt, Scoot Henderson, sondern halt lieber halt einen Flügel, der mehrere andere Positionen spielen könnte. Und auch die Größe ist recht gut. Interessant war dann auch noch in dem Interview mit Paul George und Brandon Miller, dass Brandon Miller hat ihn dann noch, Paul George hat Brandon noch gefragt, er soll Starting Five machen aus seinem Draft-Jahrgang und Paul George macht noch Starting Five aus seinem Draft-Jahrgang. Er war in der Draft mit John Wall und Gordon Hayward ist der einzige andere aus seinem Jahrgang, der noch spielt. Und Lance Stephenson war noch in seiner Starting Five. Und da hat sich doch tatsächlich der Brandon Miller als besten Guard in seinem Jahrgang irgendwie rein, als besten Shooting Guard. Er hat Scoot Henderson genommen und auf der 2 hat er sich selber reingenommen. Und das fand ich jetzt, na, er hat sich auf 3, Fehler, Notiz. Er ist eine 3, wobei Stimmen sagen, er wäre jetzt eine 2. Also, wenn man ihn selber fragt, er spielt dann lieber den Small Forward. Gut zu wissen, weil sowohl in der Summer League, wo er auch manchmal die 4 gespielt hat, als auch insgesamt bei den Hornets, setzen die Spieler halt nicht so ein, wie die Spieler natürlich spielen würden. Also das ist so, wie wenn es halt irgendwie Sumpfpflanze auf deinen Südseitenbalkon stellst. Und dann wunderst dich, wenn die da vertrocknet. Respektive Book Knight, der halt auch kein Aufbauspieler ist und so. Und da muss man auch mal schauen, welche Position das jetzt eigentlich Nick Smith Jr. spielt. Sonst hat der Paul George ihm dann noch eine Frage gestellt, also sein Kompagnon, hey, da hast du jetzt deinen Star, du triffst ihn hier das erste Mal so richtig, den du da Jahre anhimmelst. Jetzt kannst du ihn eine Frage fragen, was du immer schon fragen wolltest. Und da war er dann überfordert. Da war er dann überfordert, der Brandon Miller. Und hat dann gemeint, ja, muss es jetzt Basketballfrage sein oder insgesamt oder so. Und hat ihn nicht gefragt irgendwie, was ist dein Lieblingseis oder wie machst du das, dass du jeden Morgen aus dem Bett kommst, sondern er hat gefragt, ja, und wie bist denn du so zum Podcasten kommen? Also, ja, also er war schon ein bisschen nervös und dann hat er halt erzählt, Paul George, ja, weil wir haben immer miteinander Computer gespielt während Corona und hatten da halt dann einen Livestream und es war lustig, jetzt bauen wir das aus und der Podcast war so furchtbar, dass wirklich mindestens ein Drittel der Zeit gefüllt war mit Werbung. Mache ich hier eigentlich nicht, weil ich will euch nicht nur die Zeit stehlen und ich weiß auch nicht, ob der Paul George das nötig hat, da irgendwie Geld zu machen mit einem Podcast, wenn er jetzt schon NBA-Verträge hat seit langem. Naja, also braucht man sich jetzt nicht unbedingt anschauen, das Interview mit Paul George. Brandon Miller noch schüchtern, wird sich ein bisschen mehr irgendwie natürlich noch einleben. Und dann gab es auch noch Pressekonferenzen mit Mitch Kupchak. Seufz. Ich schaue den gar nicht gern an, weil er immer Jino sagt. Das regt mich auf. Ich hatte auch mal
polnischen Basketballkollegen, der hat immer Weichtschau gesagt. Und das war dann das Interview jetzt, das ich mir angeschaut habe mit Kupchak und Brandon Miller. Ne, mit Miles Bridges. Miles Bridges ist wieder dabei. Gehen wir mal Miles Bridges, MBBM. Miles Bridges ist ja jetzt wieder dabei und hat das erste Mal jetzt die Chance gehabt, sich öffentlich, also hätte er ja schon früher machen können, dass er was sagt auf seinen Kanälen, wo er sich immer so zeigt, dass er irgendwie in türkisen Socken Basketball spielt. Das Mal war es jetzt so richtig offiziell, weil er ja den Vertrag jetzt halt so weit verlängert hat, dass er noch ein Jahr jetzt mindestens bei den Hornets ist. Das hat den Vorteil für die Hornets, dass er aussuchen können, ob sie ihm jetzt halt nochmal einen Vertrag geben, ob er es noch drauf hat, ob er noch schnell genug ist, ob er sich benehmen kann vor allem, ob er in die Mannschaft passt und dass man nicht zu viel gibt. Er hätte gern 25 Millionen gehabt. Die Hornets sagen, boah, puh, 11, 12 Millionen, schätze ich mal, hätten sie ihm gern zahlt. Und jetzt hat er halt die 7,9 Millionen, glaube ich, für das eine Jahr, aber halt mit der Option Bird Rights, dass sie ihm nächstes Jahr halt genauso viel Geld, wenn nicht mehr Geld geben könnten als ein anderer Verein. Von dem her auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für beide. Ein Kompromiss, wo beide zufrieden sein sollten. Und Miles Bridges hat sich entschuldigt für das, dass es halt jetzt so viel irgendwie Haare raufen gegeben hat bei Hornets-Fans und bei der Organisation. Es tut ihm sehr leid, er ist in psychiatrischer Behandlung, er wird sich mehr irgendwie in der Gemeinde angestehen, was er ja auch muss jetzt als Auflage von der Strafe. Nicht entschuldigt hat er sich für, dass er halt da seine Lebensgefährtin geschlagen hat und die Kinder zugeschaut haben. Also er hat nicht gesagt, ich gebe es zu, Verzeihung, dass ich die geschlagen habe, sondern er hat gesagt, es tut mir leid, dass ihr Stress gehabt als Hornets-Fans. Und das ist vielleicht jetzt nicht so Entschuldigung, wie es eine von uns erwartet hätten. Aber mei, wir sind jetzt nicht Richter, wir sind Basketballfans. Deswegen sind wir doch Hornets-Fans. Und Basketball, da hat er wirklich gefehlt. Also die Highlights von ihm haben wirklich gefehlt letztes Jahr. Und er darf jetzt die ersten 10 Spiele auch nicht mittrainieren und auch nicht mitspielen. Und wenn er dann dabei ist, kann er mal schauen. Dann denke ich, haben wir alle auch einiges vergessen. So ist es halt von dem, was passiert ist. Und von dem her gehen wir bezüglich der Miles Bridges Situation gestärkt in die neue Saison. Brandon Miller ist gut. Auch da gehen wir gestärkt in die Situation. LaMelo Ball hat seinen Vertrag verlängert und hat sich jetzt die letzten Wochen überhaupt nicht verletzt, so wie ich gehört habe. Das wäre jetzt auch eine Stärkung. Von Cody Martin habe ich jetzt gar nichts gehört. Noch zum Interview, weil ich mir die Mühe gemacht habe, wie oft jetzt der Mitch Kupchak Ino gesagt hat. Mitch Kupchak hat in den 1928 Minuten hat er 42 Mal Ino gesagt. Schlimmer noch ist, dass halt Brandon Miller 55 Mal Ino gesagt hat. Ich hasse es, ich mag den Mitch Kupchak nicht mehr anschauen. Und ich denke, er ist auch weg. Er hat er auch noch recht oft gesagt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass der Pressekonferenz halt, das ist keine Unterhaltung für mich. You know? Wir wissen es. Naja, nervig bei uns, wenn man da jetzt den englischen Kommentar immer so hören muss. Gut. Sonst, Ashley hat man noch gesehen in der Summer League für NBA TV. Da gibt es auch noch nichts Neues von Bally Sports, ob die jetzt nächstes Jahr wieder mit dieser Mannschaft die Hornets so machen. Es geht, betrifft nicht nur jetzt die Hornets-Kommentatoren. Vom Teamverkauf gibt es soweit auch noch nichts Neues. Ob wir jetzt irgendwie einen neuen Coach kriegen, ob wir jetzt halt uns umbenennen die nächsten ein, zwei Jahre. Das Ganze läuft wie bei den Hornets alles gemächlich, vorsichtig, schleppend und uneinsichtig. Kemba Walker ist jetzt bei Monaco, hat da einen Vertrag gekriegt. Monaco ist gerade französischer Meister, spielt auch Euroleague. Also könnte man mal nach Straßburg dann fahren, wenn die da zu Gast sind. Ob es noch drauf hat, weiß ich nicht. Also letztes Jahr wollte ihn keiner, die Hornets wollten ihn auch nicht. Wünsche ihm viel Glück.
Unsere Backup-Point-Guard-Position ist er also dann auch nicht. Von Isaiah Thomas hört man auch nichts. Isaiah Thomas hatte Tryouts mit verschiedenen Mannschaften geheim in Las Vegas. Da hat man jetzt auch noch nichts gehört, was da jetzt halt irgendwie rauskäme, ob der eine neue Mannschaft findet. Edmond Sumner wäre noch ein Netzguard, der bei den Hornets im Gespräch wäre, der noch bei keiner anderen Mannschaft wäre, aber auch Bucks, Raptors, Heat und Suns haben Interesse. Und in dem Fall wird der wahrscheinlich auch nicht bei den Hornets landen. Ayo Dosunmu, auch ein Backup Point Guard Möglichkeit für die Hornets, hat jetzt bei den Bulls unterschrieben. Der ist auch weg bei uns. Hier, da gab es noch eine Option, wie heißt der? Delon Wright von Washington, wo sie auch traden müssten, damit sie den als Backup Point Guard kriegen. Auch ein bisschen größer, der ein bisschen defensiv spielen kann. Was Washington da will, vielleicht kann man den Book Knight und ein, zwei Second-Round-Picks irgendwie traden, wenn es denn sein soll. Da hätte man welche. Und ja, mir sagt jetzt der Kerl eigentlich auch nichts. DJ Augustin, glaube ich, wäre auch noch auf dem Markt draußen. Mac McClung ist gerade auch noch auf dem Markt, sucht eine Mannschaft. Der hat ja einen Alibi-Vertrag fürs All-Star-Game bei den Sixers. Brady Manick, der letzte noch für uns Summer League gespielt hat, so der Große mit dem Bart und die lange Haare von North Carolina, von Duke, der hat bei den Hawks jetzt Summer League gespielt, hat aber auch keinen Vertrag gekriegt bei den Hawks, sondern spielt jetzt in Litauen, in Kaunas. Ja, es ist nicht so leicht in die NBA zu kommen, auch wenn man gut ist. Und der neue Trainer von Kemba Walker ist Sascha Obradovic bei Monaco. Der war ja auch irgendwie lange, viele lange Jahre bei Berlin und Köln aktiv und als Trainer. War schon mal auch Trainer bei denen. Seit 2005 war er der Spielertrainer bei Köln. Oder was? Naja, alte Bundesliga-Legende. Mark Williams hat kurz mal in seiner Social Media hat er sich irgendwie gewundert, weil er bei einer Auflistung, einer Summer League zeitnahen Auflistung mit den neuen Jungspielern der Hornets, auf die man Hoffnung hätte, nicht gelistet war, hat er sich ein bisschen gewundert. Ja, der ist ein bisschen untergegangen, vielleicht auch zum Glück in der letzten Saison, aber Mark Williams war echt die letzten 10, 15 Spiele nach dem Plumlee Trade, war der super und wir hatten eine super Verteidigung wegen ihm auch. Er hat erst gestern, vorgestern hat er mal auf seinem Twitter sich gemeldet, hey, ich hätte Zeit. Haben die Leute ihm Fragen gestellt und haben ihn dann Fragen gestellt und wer ist dein Lieblingsmitspieler und so weiter und so weiter. Er hat gesagt, der lustigste ist Kai Jones. Und ansonsten hat er immer gesagt, Duke ist gut und alles ist gut oder hat gar nichts dazu gesagt. Eine interessante Frage, die interessanteste Frage, was er beantwortet hat, war Mark Williams. Und du hättest die Wahl, entweder jedes Mal, wenn du jeden Tag in ein Auto reinkommst, musst du gegen ein Huhn kämpfen. Jeden Tag, wenn du in ein Auto kommst. Oder einmal im Jahr musst du gegen einen Orang-Utan kämpfen und du weißt aber nicht, wann der kommt und von wo der kommt, aber du hast ein Schwert. Wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen Pest und Cholera, also zwischen täglich ein Hühnchen rupfen oder einmal im Jahr von einem Orang-Utan überrascht zu werden, dann würde sich Mark Williams entscheiden für tägliches Hühnchen rupfen, weil er das in seine Routine mit aufnehmen könnte. Ja, so viel zur Unterhaltung. Sonst gab es jetzt keine neuen Free Agents, es gab noch keine Verpflichtung von PJ Washington, da warten wir immer noch drauf. Das kann dauern. Die besten Free Agents sind schon weg. Kelly Oubre hat immer noch keine Mannschaft. Der ist noch dabei im Rennen, wo der irgendwie einen Platz fände. Der würde ja gern bei den Hornets bleiben. Als alter Hornets-Fan aus New Orleans-Tagen. Nichts rauskriegt, habe ich momentan auch noch von Theo Maledon, der ja wenigstens dribbeln kann und die Leute jetzt halt auch schon kennt. Ob es den noch gäbe. Alles in allem wieder eine zähe Off-Saison für die Hornets.
mit Glück, weil mal so schlecht ist, hat man einen guten Pick gekriegt. Es wäre ja auch schon der Fortschritt gewesen, Henderson zu haben. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr in die Playoffs kommen. Also da müsste einiges schon zusammenkommen, wenn nicht noch irgendwie ein großer Trade für sowas wie ein Kawhi, jemand, der aus seinem Team weg will und noch ein Jahr Vertrag hat und sich da irgendwie am Markt beweist. Aber die Teamchemie jetzt mit Miles Bridges, mit Brandon Miller, also Brandon Miller und LaMelo Ball scheint gut zu sein. Sie wissen beide, dass sie einen anderen brauchen können, um gut dazustehen auf Dauer. Aber insgesamt hat das alles noch gar kein Gesicht, was die da Hornets so machen. Also freuen wir uns wieder auf Eric Collins und Ashley, wenn die mal wieder kommen und die Highlights halt dann betonen und übertreiben und die bunten Farben. Falls es noch irgendwie was Spektakuläres gäbe, Hornets-mäßig zu erwarten, ist da gerade nichts. Von dem her könnt ihr in Urlaub fahren und nicht zurücklehnen. Ein schönes Wochenende. Ciao for now. Bis bald. Brumm, brumm, brumm.